So, ich bin hier so auch, hab mal die Location jetzt hier gewechselt. Ja. Also auch im Parkhaus wieder. Nun, das ist jetzt größer hier, ne? Ja. Auf jeden Fall, du mal höchstens über unsere sogenannte Vermerker mal sprechen. Die liegt mir sehr am Herzen, die Frau. Und ich kann schon seit ein paar Tagen nicht schlafen, ich kann schon Albträume. Jedes Mal, wenn ich muss, habe ich immer nass hier alles. Da läuft mir hier alles runter. Hey, weißt du, hier an der Sieg, überall. Das ist so krass. Und ich krieg schon ein Trauma. Also von daher, hast schon lange nicht mehr hat das Trauma, aber jetzt kriege ich wieder. Der Schrumpf hier, Mann, fährt jetzt in der Weltgeschichte rum, verstehst du? Hier geht jetzt überall jeder Besucher, weil der Druck hat von der CSU, von Herr Söder. Ja, normal Seehofer, aber Söder steckt ja da hinten, ne? Der neue ehemalige Bundeskanzler, vielleicht, wenn man Glück hat, ne? Wenn die Frau Merkel sich verabschiedet. Ne? Der ist ja nicht verkehrt, der Mann. Der steht wegen zu seinem Volk, zu Deutschland, zu den Deutschen, zu den Menschen, die hier sind, die Steuern zahlen. Und also muss man, ich finde den Mann Weltklasse, ne? Das ist die Krönung. Auf jeden Fall, Frau Merkel fährt dann jetzt wieder eine Weltgeschichte rum. Das Einzige, was die Deutschen, glaube ich, kennen oder was sie kann, mit dem Scheckbuch rumfahren. Fährt mit dem Scheckbuch überall rum und ist überall die Kohle am Verteilen. Ja, mach mal hier, mach mal da. So, das ist das Geld von den deutschen Steuerzahlern, die in Deutschland arbeiten, die das bezahlen müssen. Die Leute müssen bezahlen. Freut dich ja nicht noch, weil das ja nicht ihr Geld ist. Ich kann immer mit Geld rumschmissen. Solange das nicht mein Kohle ist, kann ich das gehen. Hahaha, ist ja schön. Nehmt mir voll Spaß. Freu ich mal 10 Löcher in den Arsch. So, und dann geht der Punkt, nur dass sie ihre Flüchtlingspolitik durchsetzen kann. Ne? So, weil die anderen Länder haben keine Böcke darauf, ist sie selber schuld, weil der damals alleine durchgezogen hat. So einfach ist das. Deswegen haben die anderen keine Bock darauf. So, und jetzt versucht sie, die mit Geld zu machen. Was ist das? Was sind das für Sachen? Das geht doch nicht. Hier müssen die Leute drei Stellen müssen sich suchen, damit sie arbeiten können, damit sie über die Runde kommen. Und weiß ich was? So, und die Frau Merkel, die schmiert einfach die Kohle rum. Ach, wie Karneval, was kostet? Ich schmiert Kamelle, Kamelle. Ja, ich schmiert mit den Euros rum. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Die Dröstfleisch, das geht ehrlich nicht. Und wenn ich das schon alles sehe und wenn ich das höre, diese Schrumpfjermann-Abteilung hier in Berlin, weißt du, ich hätte einen Vorschlag an der Frau Merkel, an der Grünen und an der Linken. Die sollten alle schön mit dem Fliegen und können alle nach Syrien an der Grenze oder weiß ich, wo das ist, können sie gerne dahin fahren und können dann die Leute vor Ort betreuen, sich drum kümmern, machen, und dass die ja keinen Grund zu flüchten haben. Die Frau Merkel ist ja vor Ort. Da kann die diese Probleme für diese Menschen lösen oder für das Land. Und dann ist das hier alles gut. Dann hätte ich ja keinen Bock, hier rüber zu kommen. Muss man ja wirklich sagen, hör uns, ist das Flüchtlingstourismus? Ist das? Das ist die Chef, ist das, ne? Da hat dieser Dobrindt ja nicht ganz unrecht, der Mann. So, man muss sich das mal hinterfragen, wo das alles herkommt, wie das alles funktioniert. Dass Anwälte da sind, dass die Hilfe kriegen. Und wir haben hier so viele Probleme in unserem Land: Altersarmut, Alterspflegenotstand und. Oberkriminalität. Nichts, nichts wird hier gemacht, ja nichts. Als wenn nur die Flüchtlinge hier auf die Flüchtlinge, hier nichts anderes als die Flüchtlinge. Wir haben auch unsere Probleme. Soll ich mal hier vor Ort um die Probleme kümmern? Um die Leute, die hier sind. So einfach ist das. Meine Fresse, was sind das für Flachland-Tiroler? Das kann das doch nicht sein, do. Und da fliegt man ein aus dem Boot, wenn ich das höre und wenn ich das alles sehe, do. Traurig, dass die CSU wieder Vorreiter sein muss. Bayern war ja immer schon so, ne? Man ist ja nicht umsonst Freistaat Bayern. Und der Söder ist ein Ziehkind von einem Strauß, ganz klar. Müssen wir nicht drüber sprechen. Und das merkt man auch. Also der hielt schon vorher, der Mann. Er hat auch recht damit, was er sagt. Norrens. Der Mann ist die Krönung, Weltklasse. Also Norrens. Allergrößte ist der Mann. Ja. Und Österreich, Polen, die anderen Staaten, Rumänien, ja. Bulgarien, Ungarn, so, die wollen das nicht. Das hat man zu akzeptieren. Die können nicht die anderen Länder dazu zwingen. Wo jemand dann so. Und so keine Ankommen, ja, die kriegen EU-Gelder, ja, wir kriegen auch EU-Gelder. Was meinst du, was wir an Zinsen nicht gekriegt haben, dass Griechenland Geld kriegen hat? Weißt du, wie viel Zinsen in Deutschland die kriegt hat dadurch? Ja, ja, drei, ja, muss ich noch mal reinziehen. Also, ich soll nichts machen, als wenn Deutschland vom Roten Kreuz ist. Uns nimmt doch ja keiner mehr für voll. Das Deutschland, das nimmt doch keiner mehr für voll. Wir sind nur Zahlermann und Söhne am Machen. Überall wird bezahlt. Weißt du, solche Sachen, was die Deutschen haben, die haben ein Schnäuzertrauma. Immer noch. Weißt du, was ich meine mit Schnäuzertrauma? Haben die immer noch. Sind immer noch im Dornröschenschlaf. Verstehe ich ja nicht. Ja, die Welt lacht über Deutschland. Aha. Normal hieß es ja, hallo, über Köln scheint es, sondern über Düsseldorf lacht die Welt. Aber jetzt heißt es, können wir sagen, über Deutschland lacht die Welt. Die denken, was ist das für ein Mickey-Maus-Verein? Was ist das da? Haben die immer noch Karneval?